Ja, also wieder bei Pokepark 2, der Dimension der Wünsche. Und wahrscheinlich auch zum letzten Part, je nachdem wie lange dieses Turnier noch geht. Beim letzten Mal haben wir uns die letzten noch Freunde geholt. Man sieht's, 194 Freunde ist auch das Maximum, was man hier an Freunden haben kann. Und alles noch Zeit, ich habe alle hochgelevelt. Ich habe es im Endeffekt einfach damit gemacht, indem ich im Rost... Geh weg, Laziola. Im Rostbezirk einfach ganz viele Items getauscht habe. Da sind, die wollen teilweise sehr seltene Items haben. Und die kann man dann gegen guten Stuff tauschen. Also die Prismaperlen, glaube ich, haben eine Menge gegeben. Es hat noch viel gegeben. Kristalle haben, glaube ich, auch ganz viel gegeben. Kronen haben sehr viel gegeben. Joa. Und ein Scherox, was ewige Flammen haben wollte. Ich weiß ja nicht, wie suizidgefährdet dieses Scherox ist, aber... Ja. Machen wir da mal hier im Turnier weiter. Ich kann ja jetzt einfach fortsetzen, habe ich ja beim letzten Mal schon gesehen. Runde 7. Gegen Cesurio, Kerapendra und Despotar. Feuer klingt da eigentlich ganz gut und für Despotar bräuchte ich dann meine beiden Helfer, die ich sogar habe. Perfekt. Ja, dann Floink, ne? Yes. Und während wir uns hier durchprügeln, kann ich ja so ein bisschen mein Fazit zu dem Spiel geben. Weil ich denke mal... nochmal sollen wir uns die Credits wahrscheinlich nicht ansehen. Ich wüsste auch nicht, wie ich die nochmal triggern sollte. Keine Ahnung, ob es überhaupt geht. Deswegen einfach so nebenbei beim Kämpfen. Am besten in der letzten Runde dann. Je nachdem, was uns da erwartet. So. Runde 7-1. Mal gucken, wie stark wir jetzt sind. Ja, stimmt. So. So, direkt rein. Yo. Das hat echt gut funktioniert für den Start. Auch wenn ich froh bin, dass er mich zwischendurch nicht getroffen hat. So. Cerapendra, Kerapendra. Ach, Pokémon-Namen aussprechen ist sowieso mal so eine Sache. Jeder spricht es einfach anders aus und gut ist. Ach ja, stimmt, was hat der, der sich rollt. Und dann kannst du erstmal eine Weile nichts mehr. Alter, die habe ich echt guten Schaden gemacht. Du mir auch zwar ein kleines bisschen. So. Zack, zack und weg. So, haben wir die ersten beiden schon mal weg. Und für Despota haben wir ja zum Glück noch unsere Helfer. Ta Despo, ich glaube, du hast deinen Namen irgendwie verdreht. So. Was immer du gerade machen wolltest, don't. So, und schön hinten an die Wand dran. Und Meistergriff. Alter! Yo! Ich musste nichts machen. Rabigato und Meistergriff haben es geklärt. Perfekt. So muss es laufen. Na guck mal, jetzt haben wir sogar Meistergriff direkt als Gegner. Meistergriff, Zorak, Brutalanda. Allein für Brutalanda müsste ich wahrscheinlich schon Pikachu wählen, weil das dagegen wenigstens neutral ist. Ja, was machen wir mit den anderen beiden? Auf jeden Fall nicht Rabigato und Meistergriff. Haben wir noch irgendwie die richtig starken Viecher? Wir haben Maxax und Simvolara. Weil ich nehme mal sicher, jetzt haben wir mal ein Eis-Pokémon für... Haben wir überhaupt ein Eis? Ja, Sneebel. War ja erstmal für die anderen. Zorak, ein Kampf. Ja, da kann ich glaube ich nochmal Meistergriff nehmen für Zorak. Zorak. Ja, Meistergriff. Haben wir sonst noch irgendwas Starkes, was man nehmen kann? Oder Gestein. Gestein wäre auch ganz gut gegen... Hier, Rihornior. Wobei ich habe gesehen, ich kann auch Drachen nehmen. Naja, whatever. Schauen wir einfach mal. Das war jetzt Runde 8.
Also dann wahrscheinlich noch 3. Im besten Falle müssen wir noch 9 Kämpfe machen, wenn es wirklich 10 sind. Meister. So, wie gingst du nochmal? Du hast dir, glaube ich, auch... Hast ja auch so ein bisschen aus der Ferne angegriffen, ne? Au, stimmt ja. Na, warten, bis er fertig gedreht hat. Ja. Ach ja, stimmt. Der kann auch noch so ein schönes Erdbeben. Womit er mich auch immer angreift, ne? Also womit mein Helfer ihn angreift. Das könnte schwer werden. Okay, das bringt schon mal nicht viel. Ich kann halt nicht abschätzen, wann er fertig ist. Nein, das kriege ich aufs Maul. Ja. Wie bekämpfe ich dich jetzt am besten? Wenn ich zu nah dran gehe, dann... Kann ich einfach so an der... Nein, ich kann nicht an der Wand lang einfach mal nach hinten springen. Und normales Laufen bringt mir auch nichts. Da kriegt er mich. Und da weicht er einfach aus. So, bin ich da? Nein. Der 5. Angriff, der ihn theoretisch, glaube ich, umhauen würde, da springt er einfach drüber. Ja, nächstes Problem, Meistergriff. Ich überlege, ob ich dann einfach für dich 2 Pokémon reinhole und die dich schnell fertig machen. So. Ah, wie ich hier nicht mal wegkomme. Yo, wie das einfach schon fast ein One-Hit ist hier. Die Stampfattacke. Yo, 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 yo. Hey, ich habe ihn immer in einem umgeschmissen. So, dann machst du wieder deine Beyblade-Attacke. Und dann bin ich schon wieder tot. Machen wir dich am besten. Meister. Wie mache ich dich am besten? Das ist echt eine gute Frage. Das Beste wäre halt, ich zähle einfach mal, wie oft er sich dreht, um das dann abzuschätzen. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich 5 mal sein Gesicht sehe, dann. 2, 3, 4, 5. Ja, 1, 2 und... Wow. Okay, und... Wieder hin und... Ja? Nein, ich bin zu weit weggegangen. Wow. Nein! Da war seine Säule doch größer, als ich erwartet hätte. 1, 2, 3, 4, 5 und hin. 2, 3, 4, 5. Nein, ich bin zu langsam gebremst. 2, 3, 4, 5. Ja, dann springt er halt immer weg. Das ist doof. 4, 5. Nein, das tut weh. Und ich bin tot. Fast tot. Wow. Es hat ein Angriff gereicht, um mich wieder fast fertig zu machen. Aber hey, wir haben ihn wenigstens besiegt. Und ich habe fast keine KP mehr. Das ist gut. Das kam alles von mehr oder weniger einem Angriff, die Hälfte. Was kann Zoroark eigentlich? Haben wir jemals gegen Zoroark gekämpft? Ich weiß es nicht. Na, natürlich war er zu weit weg und hat sich deswegen nicht getroffen. Okay, du kannst einfach mal auf den Boden hauen. Du kannst einen Clown-Angriff und du kannst einen Laser. Du
Na, der Angriff auf den Boden ist gefährlich. Weil der trifft wahrscheinlich alles um dich herum. Ach, du drehst dich. Bitte was? Okay. Er ist auch einfach nicht angreifbar in der Zeit. Okay, komm, wir nehmen andere Pokémon. Machen wir uns auf jeden Fall Meistergriff ein bisschen angenehmer. Die Frage ist, womit? Symbolara kann uns sicher gut helfen. Und irgendein richtiges Kampf-Pokémon. Aber nee, kein Irokex. Der Cavalanthus kann uns sicher dem auch gut Schaden machen. Ja, dann müssen wir uns das nächste Mal eine Taktik für Zoroark ausdenken. Sobald wir an Meistergriff nochmal vorbeikommen. Wie war das denn mit der Alpha? Müssen wir noch 9 Kämpfe machen? Ich glaube nicht. Meister. Ich will nicht wissen, was die anderen, die da jetzt noch kommen, los drauf haben. Ja, das Symbolara hat auf jeden Fall einiges gebracht. 1, 2, 3, 4, 5. Na, jetzt bin ich leider nicht weggekommen. Nein, wo rennst du hin, Pikachu? Ich bitte dich. Was tust du da? Mach deine Angriffe. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Wow, und dann läuft Pikachu einfach an dem Ding vorbei. Natürlich kriege ich doch den Schlag ab, ne? Es lief so gut. Und dann ganz verwischt. Bevor er umkippt, haut er mir nochmal 2/5 meiner KP weg. Ich könnte kotzen. So, mal gucken, was Cavalanthus denn macht. Wow. Das hat ja richtig viel gebracht, Cavalanthus. Ach ja. Der verfolgt mich ja mit diesem Laser. Da nicht zu nahe kommen. Jetzt zu nahe kommen? Ja, ich glaube, nach dem Clown-Angriff geht das ganz gut. Und nach dem Laser. Weil er da ausweicht. So. Geh weg! Natürlich hat es nicht gereicht. Ne, jetzt habe ich schon wieder so viel verloren. Okay, Brutalanda. Was wird Brutalanda machen, ist jetzt die Frage. Brutalanda. Haben wir gegen dich gekämpft? Eventuell. Bin mir aber nicht sicher. Alter, hast du viel KP. Yo, okay, du kannst um dich herum auf jeden Fall hauen. Okay, und während er seinen Laser macht, ist er auf jeden Fall sehr anfällig. Muss ich nur an der richtigen Richtung stehen. Okay, sehr schön. Und noch einmal umhauen. Perfekt. Okay, wir haben es gleich. Mach ruhig deinen, keine Ahnung, Hyperstrahl oder Ultra Pikachu. Du bist fast in die falsche Richtung gelaufen. Das war knapp. Aber gut, wir haben auch die 8. Runde geschafft. So, nächste. Shadrago Knacker Victini. Bah. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall Otaro für. Und Drachenhelfer wären, glaube ich, ganz gut. Ich schau mal, wie schlimm Shadrago ist. Und je nachdem benutze ich bei ihm ein oder zwei Helfer. Hatten wir Knacker schon bekämpft? Also, Knacker haben wir als Freund, aber haben wir gegen ihn gekämpft? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doro!
Na gut, Otaro, dann zeig mal, was du drauf hast. Was macht er jetzt? Ah, schießt die Kugeln um sich herum. Ach ja, und er haut so zweimal die Klauen in die Mitte. Okay, Max Sachs, zeig mal, was du kannst. Ja. Wow. Das hat ja schon fast was gebracht. Ich weiß schon, wenn ich nicht mehr mit ins Team nehme. Ne, die Attacke bringt auch nicht so wirklich was. Weil so lange, wie ich da angreife... Ne, ich komme nicht mal komplett dazu, meinen Angriff zu machen, bevor er mich wieder... Autsch, weghaut. Ich kann doch nicht mal weglaufen, wenn ich einen Angriff mache. Was habt ihr bitte für einen unendlich beschissenen Cooldown? Sag, es würde ja am liebsten Floink dafür benutzen, weil wir haben Shadrago schon mal mit einem Floink bekämpft, aber es hat auch ewig gedauert. Ja, geil. Und da hat es wieder mit dem Wegspringen nicht funktioniert. Lass mich bitte an dir vorbei, du dummes Scheißvieh. Und da hat es wieder mit dem Ausweichen nicht funktioniert. Hallo? Kann ich einfach bei der Attacken drüber springen? Nein, ich kann einfach sterben. Das macht ja schon wieder so gar keinen Spaß. Aber hey, jedes Spiel hat irgendeine Stelle, die einfach immer total beschissen ist. Die auch einfach keinen Spaß macht. Meine Damen und Herren, hier haben sie die von Pokepack 2. Kann ich einfach drüber springen? Nein. Das heißt, ich kann dem nicht ausweichen, wenn ich vor ihm stehe. Und so werde ich es mit Sicherheit nicht schaffen. Kann ich das Ding machen? Okay. Das war eine ganz schlechte... Wow, dann bin ich gegen ihn gelaufen, wollte eigentlich nur weg von ihm und dann sowas. Oh, Otaro, ne? Das ist echt das dümmste Stück von allen. Nicht mal weglaufen kannst du richtig. Das Problem ist, ich kann nur Otaro nehmen, weil... Pikachu kann nichts gegen Knackrack machen und Serpifeu und Floink können nichts gegen... Das andere Ding da, das Victini machen. Dann haben wir einfach direkt beide Pokémon powern hier bei Shadrago raus. Ach ja, ich wollte Maxax austauschen, der ist ja auch unnütz. Ja, so ziemlich. Ich glaube, Butalander konnte wenigstens ein bisschen Schaden machen. Ja, ja, das war ein bisschen Schaden. Nein! Oh. Alter, was ist für ein beschissener Cooldown? Ich kann mich einfach mal 10 Sekunden lang gefühlt nicht bewegen, sobald ich eine Attacke mache. Ich muss ja echt hier Button-Mashing machen, damit ich überhaupt von der Attacke mal wegkomme. Wow! Wow! Ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß! Ich dachte, der Meistergriff war schon beschissen. Shadrago ist der größte Kacksack von allen. Man möge mir meine eventuellen Flüche verzeihen. Das Spiel ist einfach nur doof. So, wen haben wir denn noch als Drachenhelfer? Das ist auch keine Drachen. Nehmen wir mal Knackrack. Und Butalander. Vielleicht hilft das ja. Ein Party ist nicht umsonst das Turnier der Krämpfe. Das beschreibt dieses Turnier einfach nur gut genug. Ich kann dann nebenbei mal ein bisschen über mein Fazit anfangen, während ich hier nebenbei noch am Rumfluchen bin. Das Spiel ist... nett. Es ist schön. Es ist was Nettes für zwischendurch. Man kann auf jeden Fall es eigentlich ziemlich gut genießen.
Wenn man jetzt nicht gerade auf so ganz komische Sachen steht, wie das Turnier der Kämpfe zu machen. Das ist auf jeden Fall für Kinder ganz gut ausgelegt, die nicht zwingend alles machen möchten. Ich sag mal, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen abwegig, drauf zu kommen. Zum Beispiel das mit dem Schlafen, dass man da 2 Minuten einfach mal einfach rumstehen soll. Das finde ich sehr fragwürdig, ehrlich gesagt, wie man da drauf kommen soll. Außer man hat aus Versehen gerade die Wiimote irgendwo liegen gelassen. Und ja, man kommt wieder und merkt, oh, mein Pokémon schläft. Aber ansonsten... Prinzipiell ansonsten vom Kampfsystem finde ich es auf jeden Fall ziemlich cool, dass es auch auf Schwächen und alles geachtet wird. Ich glaube, das war im ersten Teil nicht so. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Was machst du? Ach ja, du tauchst auch so. Oder fliegst so ein bisschen. Okay, und du haust mir auch aufs Maul. Ansonsten... Geschichte ist, ja, einfach mal vorhanden, weil... Ich sag mal, ein Pokepark braucht keine Geschichte. Rettet den Pokepark und gut ist. Mehr braucht's nicht. Ist schön gemacht, dass man auch hier mehrere Pokémon hat. Nicht nur Pikachu. Was ich nur sehr, sehr, sehr schade an diesem zweiten Teil finde, ist, dass es kaum Minispiele gibt. Die haben mir am ersten Teil noch mit am besten gefallen und... Naja, hier hat man 4. Ende. Mehr auch nicht. Finde ich ein bisschen langweilig so, weil die mir doch am meisten Spaß gemacht haben in Pokepark 1 im Nachhinein betrachtet. Tja, da lacht er echt drüber nur noch. Geh weg. Ja. Ja toll, da hätte ich gut reinhauen können. Sonst noch. Musik ist, glaube ich, ziemlich... Ist der vom ersten auch recht ähnlich, also... Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel für zwischendurch. Das kann man jetzt hier auf jeden Fall dazu sagen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Kack hier schaffen. No, no. Weglaufen kannst du. Okay, den kann man halbwegs gut ausweichen. Das war knapp. Wow. Otaro, was tust du da? Sollst angreifen? Kann ich nicht einfach mal 10 Pokémon-Helfer haben pro Kampf? Alter. Kann ich das Spiel bitte einfach an diesem Punkt abbrechen? Ich habe nämlich keinen Bock mehr drauf. Nee, kein Bock mehr. Deswegen seht ihr jetzt nur noch den erfolgreichen Run durch diesen Kampf. Und live sehen wir uns dann gleich bei der 10. Runde wieder. Bis gleich. So, mach deinen Drachen. Was ist denn auf eine Attacke? Ich habe keine Ahnung. Drachenpuls? Nein! Dein fetter Fuß war im Weg. Geht aber die Zehennägel lackieren? Was? Ich wollte einfach sagen, geh dir mal Zehennägel schneiden. Und plötzlich wollte ich sagen, geh dir mal die Zehennägel lackieren. Ja. Okay, das wird auch wieder nix. Na gut, töte mich. Kein Bock. Ich glaube, so ein paar Versuche werde ich einfach mal mit reinschneiden. Der war doch... sehr interessant, vor allem, weil er mich am Ende einfach nicht mehr treffen konnte. Das heißt, wenn ich direkt vor ihm stehe bei seinem... Das probieren wir nochmal aus. Ja, wenn ich direkt vor ihm stehe, kann er mich damit nicht treffen. Yo! Du bist so ein Lappen. Kannst du einfach nur eine Attacke haben? Das wäre das... Was habe ich da getroffen? Deine zurückkommende Klaue, oder was? Ach ja, Moment, ich muss ihn angreifen. Irgendwie bin ich gerade nicht auf die Idee gekommen, ihn anzugreifen. Das funktioniert ganz gut, muss ich sagen, gerade.
Muss doch nicht blöd rumhüpfen. Ich lauf kurz einen Schritt weg. Er schlägt zu. Ja. Wieso ist der Kampf plötzlich so billig? Wieso wäre der nicht schon die ganze Zeit so billig? Da kann man ja voll leicht austricksen. Wow. Was ist dies? Einfach mal keinen Schaden genommen. The perfect run. Knochenrock. Nicht anschreien. Wollen wir ruhig bleiben hier, ne? So. Du dashst. Und ich kann auf den Dash direkt meine Antwort geben. Ach ja, die Dinger fliegen. Wie fliegen die Dinger? Das kann ich echt wieder nicht so ganz absehen. Nein, ich möchte hier weg. Möchte ich in die Klaue rein. Wie kann ich dem Ding ausweichen? Weit genug wegstehen. Das ist, glaube ich, die Antwort. So, und auf den Dash kann ich meinen Angriff machen. Und dann weglaufen. Okay. Ich glaube, ich habe meine Taktik gefunden. Den Knackrack. Warten, bis er dasht und dann darauf angreifen. Hat er plötzlich kurz vor Ende eine Drehung gemacht und mich ausgetrickst? So, jetzt dashst du. Das heißt, schnell dahin. Wow. Oder auch nicht, weil ich durch den Sprung meinen Dash abgebrochen habe und dadurch nicht mehr angreifen konnte. Es flog aber auch haarscharf an meinem Kopf vorbei. Weg hier! Ich merke, ich habe nur noch 31 Sekunden. Ich glaube, ich weiß, wo ich mir einen Poképartner dazu hole. Ich glaube, hier müssen wir gerade ohne Verlust, ohne Rücksicht auf Verluste draufhauen. Meine Güte, war das knapp. So. Und für Victini habe ich jetzt zwei Wasser-Pokémon eingepackt. Der sollte hoffentlich kein Problem sein. Außer er weicht einfach meinen Attacken aus. Das wäre nämlich sehr gemein. Gucken wir erstmal so ein bisschen. Alter! Düst nicht hinter mir her. Das finde ich ängstlich. Jo, das hat schon mal gut getroffen. Drohnen, du bist jetzt dran. Oh yes. Oh, meine Güte, wir haben es geschafft. Runde 9 ist geschafft. Runde 10. Ja. Okay, gegen Trikifalo nehmen wir auf jeden Fall Brutalanda mit. Und vielleicht, weil ich möchte lieber nicht Atmurai, weil Atmurai mir bisschen zu langsam angreift. So, Floink auf jeden Fall wegen Lucario. Ich glaube, damit sind wir auch beim letzten Mal schon ziemlich gut ausgekommen. Haben wir noch ein cooles Wasser-Pokémon? Oder Pflanze. Serpiroyal. Wir nehmen Serpiroyal. Und wo war jetzt Brutalanda? Brutalanda best Drache. Jetzt eine Fee. Die würde wahrscheinlich Trikifalo one-hitten. Keine Ahnung, einfach so mit Mondgewalt. Mondgewalt Gardevoir. Kann ich nicht einfach das haben? Naja. Auch wenn ich jetzt vielleicht in diesem Part ein bisschen viel geflucht habe. Wie gesagt, jeder Spieler hat so seine Frustmomente. Vor allem, wenn man auf die 100% hingehen möchte. Oder halbwegs 100%. Der Rest des Spiels, was man noch machen könnte, wäre im Endeffekt nur sinnloses Gegrinde. Auf sowas habe ich nicht so wirklich Lust. Fliegst du gerade? Achso, okay, du machst deine Kanone einfach. Ja, Hilfe! Moment, machst du Schaden um dich? Okay, ich wette, das macht mir guten Schaden, wenn mich das treffen würde. Na, es geht. Die Reichweite ist nur etwas asozial, aber gut. Hallo, hörst du mal auf zu laufen, meine Güte. Das ist so die Sache mit Floyd, ne? Wenn er einmal anfängt zu laufen.
Kann ich mich eigentlich theoretisch einfach davor stellen? Nein. Nachdem er schießt? Dann kann ich mich schon da reinstellen. Ich habe ihn umgeschmissen. Weil ich glaube, hätte ich mich jetzt nicht so doof angestellt, wäre Golgantes eigentlich recht einfach. Ja. Also wenn ich nicht direkt davor stehe, werde ich davon auch nicht getroffen. Und den Schlag kann man einfach wegspringen. Also, wenn ich ehrlich bin, ist Golgantes eigentlich ziemlich leicht. Jetzt, wo ich sein Muster so ein bisschen drauf habe. So, Trikefalo. Du warst beim ersten Mal schon ziemlich schwer. Beim zweiten Mal glaube ich auch. Und beim dritten Mal wirst du es wahrscheinlich auch nicht einfacher machen. Aber Rutalanda kann schon mal ein gutes Stückchen was abziehen. So, was machst du nochmal? Was war das? Ich habe gar nicht gemerkt, was mich getroffen hat. Ah ja, Moment! Der Draco-Meteor. Ich erinnere mich. War das ganz weit weg? Die Draco-Meteore abwarten, angreifen und wieder weg. 2, 3, 4, 5. Ja, 5 waren das, okay. Okay. 3, 4, 5 und draufhauen. Ja doch, Trikefalo war eigentlich auch recht einfach, wenn ich so drüber nachdenke. Wow, da habe ich nicht so ganz getroffen. 2, 3, bin zwar nicht sehr effektiv, aber auch Trikefalo ist nicht wirklich das Problem. Vor allem, wenn er immer halt das Gleiche macht, wenn ich weit weg genug bin. 4, 5 und... Ja. Das ist jetzt echt schade, dass ich den wahrscheinlich nicht schaffen werde, weil ich bei Golgantes so gefailt habe. Je nachdem, wie Lucario mich jetzt gleich noch nehmen möchte. Aber das war eigentlich, ja, ich würde behaupten, ich könnte Golgantes und Trikefalo ohne Schaden schaffen. So, Lucario, glaube ich, war echt schon ein bisschen schwerer. Kannst du eine Aurasphäre? Die hast du beim ersten Kampf aber nicht gezeigt. Was war das denn? Haut mir einfach die Sphäre auf den Schwanz. Okay, dann machen wir es jetzt ein bisschen anders. Dann nehme ich mir als Helfer... Brutalanda und Meistergriff. Und... Golgantes so, Trikefalo hauen wir ein bisschen weg, weil das wird sonst knapp von der Zeit. Und Lucario hauen wir so doch mal mit Meistergriff. Das ist der Plan. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Gigantisch. Okay, womit fängst du an? Mit der Kanone. Das ist gut. Das heißt, da kann ich schon einmal draufhauen, wieder weglaufen und nochmal draufhauen. So. Wegspringen. Und durch. Wobei, bei der Kanone kann ich doch einfach Flammenwurf machen. Ja. So, wegspringen. Ja, läuft. Sag doch. Also, oh. Okay, beim Aufstehen muss ich auf jeden Fall aufpassen. Weil er da nochmal auf den Boden haut. Wegspringen. Und das war's mit Golgantes. Sag doch, ohne Schaden, kein Helfer, easy. So. Ja gut, Trikefalo mache ich einfach genau wie eben am besten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So, erstmal
mit Brutalanda ein bisschen schwächen. So, dann schnell weglaufen. Wobei, nee, nicht weglaufen. Ich muss nah an ihn dran, damit er den... damit er das macht. Wow. Na komm. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Und Feuer. 1, 2, 3, 4, 5. Und Feuer. Jo. Ich glaube, damit gehen wir echt hier noch am sichersten. Solange ich hier jetzt nicht getroffen werde, kann ich mir auf jeden Fall für Lucario gleich einiges leisten. Das Einzige, was mir hier passieren könnte, wäre, dass der letzte Draco-Meteor mich noch trifft. Weil ich laufe ja schon hin, wenn der vierte gerade runterkommt. Und da könnte mich rein theoretisch auch der fünfte treffen. Aber bisher haben wir ja noch ein bisschen Glück damit. Der war knapp. Wobei, kann es halt jetzt immer genau auf dieselbe Stelle fliegen? Die fliegen wirklich echt ungefähr immer auf die gleiche Stelle. So, hätten wir das auch geschafft. So, jetzt muss ich nur noch Lucario irgendwie in die Enge drängen, damit auch alle Treffer von Meistergriff draufgehen. So. Alter, was? Wie viel Schaden machst du mir damit? Alter, okay, das war jetzt ziemlich verschwendet. Wann habe ich ihm so viel Schaden gemacht? Wait, what? Okay. Okay. Irgendwie habe ich es gerade geschafft. Passt. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es gerade geschafft. Und anscheinend war die 10. Runde auch wirklich die letzte. Zum Glück. Wäre noch schöner. Kampf der Turnier der Kämpfe. 100 Kämpfe. Ich glaube, so viele Pokémon haben die gar nicht hier drin. Meine geschätzten und hochverehrten blauen Kraftmeier, können wir uns bitte mal einen anderen Namen geben? Kraftmeier klingt so blöd. Mit eurer vorzüglichen Urteilskraft und beispielhaften Zusammenarbeit konntet ihr den Gipfel dieses Turniers mit Leichtigkeit erstürmen. Ihr könnt stolz auf euch sein, meine werten Freunde. Eure volle, tolle Vorstellung wird in die Geschichte eingehen und zukünftigen Generationen als Vorbild dienen. Hegt und pflegt das Band der Freundschaft und versäumt es nicht, auch jeden Tag erneut zu beweisen. Ja. Und damit würde ich sagen, wir sind die Champions des Turniers der Kämpfe. Hat auch lang genug gedauert und war auch schlimm genug an einigen Stellen. Also ich glaube echt, weiß ich, die 7, die mir erstmal Probleme macht, hat es im Endeffekt, ging diesmal auf jeden Fall. Das 8, das war echt schlimm. Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich es plötzlich einfach so gerockt. Naja. Wir gehen jetzt einfach mal... Wo gehen wir denn hin? Ich muss ins Gezeitenufer einfach. Kann ich eigentlich dahin, wo ich das Spiel überhaupt angefangen habe? Oder kommt man da nicht mehr hin? Ich glaube, da kommt man wahrscheinlich auch nicht mehr hin. Stellen wir uns einfach irgendwo noch an eine schöne Stelle, um dieses Let's Play dann noch zu beenden. Und dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. In 34 Parts. Ich hätte auch gedacht, das würde ein bisschen weniger dauern. Aber, ja, das auf 100% zu machen hat auch ein bisschen länger gedauert als erwartet. Ich weiß auch schon, wo ich mich hinstellen möchte. Aber gut. Tut dem Spiel keiner Brand. Es ist immer noch ein gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Es hat hier und da seine kleinen Frustmomente. Aber hey, wer hat es nicht? Ich finde, das ist eine schöne Aussicht. Mit einem Moment, ich möchte den Regenbogen auch noch sehen können. Ja. Und die wunderschöne Atmurai-Statue. Nein, dass man immer nach unten guckt. Ja, ich würde sagen, das war's von Pokopark 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Let's Play und sowohl das Spiel hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao.